Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Brick Lady und habe euch heute mal wieder ein Lego Harry Potter Set mitgebracht von den noch etwas neueren Lego Harry Potter Sets, die jetzt zum 20-jährigen Jubiläum erschienen sind. Ja. Genau, und so haben wir hier die Begegnung mit Fluffy, die 76387. Ganz normale Schachtel. Vier Figuren sind dabei, wobei eine davon wieder so eine goldene Spezialfigur ist. Hier hinten einfach nochmal eine andere Ansicht von dem Objekt. Das kann man nämlich tatsächlich auch so, ja, ich sag mal, modular zerlegen. Ob es so sinnvoll ist, ich weiß es nicht. Ich fand ja schon nicht so cool, dass die das jetzt hier wieder mit dem grünen Dach angefangen hatten. Das steht jetzt hier erstmal so ein bisschen planlos in der Gegend rum. Wenn man es anders aufbaut, kann man da so ein Turmzimmer draus machen. Hier geht es jetzt gerade nicht. Wir haben knapp unter 400 Teile, also 397 meine ich, und einen Preis von 39,99. Ja. Wir haben hier die goldene Hermine mit dabei. Ich versuche mal, euch die zu zeigen. Ja, da steht hinten wieder so 20 Jahre Lego Harry Potter. Ich brauche so eine Sammelfigur nicht so sehr. Es sind auch wieder dabei gewesen. Boah, das war laut. Das sind auch wieder dabei gewesen hier. Habe ich euch in anderen Videos zu dem Thema schon gezeigt. Zwei zufällig reingepackte von diesen Sammelfliesen. Auch das ist nicht so meins irgendwie. Ja, früher so in der Schulzeit, in der Grundschulzeit oder so, hatte man mal so Sticker-Alben. Ich finde es auch irgendwie schön und beruhigend, dass das immer Kinder begeistern wird, so ein Sammelalbum voll zu machen. Aber ich bin jetzt als Erwachsene tatsächlich hinter solchen Sachen nicht mehr so doll hinterher. Ja. Und dann haben wir hier einfach so, ich würde auch sagen, es sind sehr standardmäßig. Einfach mit den kurzen Beinen, die man nicht umknicken kann, ist ja aus dem ersten Teil, wo sie noch Kinderchen sind, einfach einen standardmäßigen. Ron, Hermine und Harry. Ganz normal in ihrer schwarzen Uniform hier. Ja, ich würde sagen, das sind so Figuren, davon habe ich hier bestimmt schon eine Menge rumfliegen von denen. Ja. Das Gebäude selbst, also die angegebenen Maße waren 30 in der Höhe, 19 in der Breite und 7 cm in der Tiefe. Ja, das Problem kennen wir ja alle. Es ist sehr schmal. Spieltiefe ist nicht wirklich. Ich glaube, was haben wir denn hier noch über? Ja, hier jetzt bei dem 7 Noppen an der tiefsten Stelle. Dass das nicht so cool ist, ist, glaube ich, schon mehrfach klar geworden. Aber naja. Das kann man hier, wie gesagt, auseinandernehmen. Auch die beiden Teile hier sind mit einem Pin nur verbunden. Und dann kann man es auf verschiedene Arten anordnen. Hat auch zum Teil natürlich damit zu tun, dass man noch andere Teile von diesem Schloss dazu kaufen und dran basteln könnte. Dann ist das wahrscheinlich auch ganz sinnvoll, sage ich mal. Ja. Da käme zum Beispiel hier jetzt noch ein Klassenzimmer irgendwie drunter und dann ein Teil davon. Ich denke nämlich, diese Falltür gehört schon prinzipiell über das hier. Aber das sollte dann, meine ich, auch hier oben irgendwie noch sein. Dann könnte man auch den kleinen Turm hier dran machen wieder. Dann ist es nicht mehr so ein kleines Zelt, was in der Gegend rumsteht. Sagen wir mal so, ist jetzt falsch rum. Ihr wisst aber, was ich meine. Ja. Hier sind so ein paar kleine Sachen drin, wie so eine, ja, Hexenküche. Die Harfe, die ihm ein Schlaflied spielt. Und jetzt ist mir schon einer von den Köpfen abgegangen. Ich weiß nicht, ob das schlimm ist, wenn man noch zwei weitere Köpfe hat, aber ich mache den jetzt mal wieder dran. Hier fand ich es ein bisschen schade, dass hier wirklich graue Steine benutzt wurden. Ich meine, der ist sonst in braun und dunkelbraun gehalten, ein bisschen schwarz. Und dann kommen da einfach, um diese Köpfe zu halten, so drei graue, die man auch nicht wirklich übersehen kann, sage ich mal. Das sind immer so Sachen, muss das sein? Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Hier liegt jetzt noch so eine Stange rum, die gehört eigentlich hierhin.
Ich weiß nicht, ob ihr den Saugroboter hört, der läuft gerade im Flur durch. Ja, hier gehört eigentlich das noch hin, aber dann passt der Hund mit seinen Dickschädeln. Das ist schon komisch zu sagen, halt einfach nicht mehr da rein. Also muss man das, wenn man den da tatsächlich hinstellen will, muss man das entfernen. Das ist, meine ich, auch. Ja, hier ist es auch so. Der Hund sitzt da und dieser Balken ist dann, der ist dann weg. Der ist dann einfach weg. Weil geht ja nicht anders, ne? Ich weiß nicht, ob der jetzt so wichtig ist, dass der überhaupt dabei sein muss. Aber er ist dabei. Ja. Hier ist dieses Kellerabteil mit den Schlingpflanzen. Ich mache jetzt mal die Finger dahinter, weil die sind ja dunkel, damit ihr das ein bisschen sehen könnt. Ja. Und ansonsten, es gibt dazu nicht so furchtbar viel zu erzählen, weil das ist ja schon eher mit 390 Teilen schon eher ein kleines Set. Hier finde ich zum Beispiel ganz schön, dass der so an sich gebaut ist aus Teilen. Der ist ja auch groß genug, um das so zu machen. Und die Köpfe sind halt schon da gewesen. Einer schläft und einer hat ein Auge zu und einer hat beide offen. Ich weiß nicht, ob man das erkennt, aber ja, da kann sich dann auch so. Ich lege den jetzt mal so hin. Nein, das sieht ganz unnatürlich aus, wenn der so liegt. Aber okay, der ist ja weggeschlummert. Ich glaube, so die Maße beziehen sich auch wirklich darauf, wie man das letzten Endes anordnet. Das waren jetzt, was ich anfangs abgelesen hatte, waren die Maße von der Lego-Homepage. Da war es dann vielleicht so, dass das Türmchen ganz aufgebaut war, sonst kommt man ja nicht auf 30 cm. Ja. Ja. Hier ist übrigens noch die Falltür, die kann man öffnen. Ja, funktioniert auch ganz gut. Schlabbert ganz schön rum, aber das funktioniert. Ja. Der Aufbau war, ab 7 ist das, meine ich, war natürlich Babyeier leicht, wie es meistens bei solchen Sets ist. Gut, hier ist die Zielgruppe natürlich auch wirklich groß, würde ich sagen. Also ich denke, das ist wirklich was, was Erwachsene und Kinder kaufen. Ich fand irgendwie die aus der letzten Serie trotzdem ein bisschen schöner irgendwie. Ein bisschen mehr Details und irgendwie wirkt es auch, wenn das dann so aneinander gebaut war, sieht es schöner aus. So jetzt mit diesen neuen, hatte ich auch schon gesagt, an anderen Stellen, dass ich mit denen irgendwie erstmal so nicht viel anfangen konnte. Klar, dass natürlich auch alle Leute, die das mit dem grauen Dach gekauft haben, fühlen sich jetzt ein bisschen veräppelt. So ist das, ja. Ansonsten alles wie immer. Wir hatten hier drei. Ja, nicht. Drei Bauabschnitte. Ja, drei Bauabschnitte. Wobei der erste nur Fluffy war und zwei Figuren. Ja, aber dafür, dass es ein kleines Set ist, sind es halt viele Steps hier. 98 sind es am Ende. Ja. Auch das ist so jetzt gebaut. Na gut, das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn man das so bauen würde. Dann wäre die Falltür auf dem Boden irgendwie und die Pflanzen sind hier daneben. Also der Raum, wo man reinfällt, ist daneben. Also ja, das ist natürlich blöd, wenn man das nicht, ich sag mal, schön hinstellen kann mit allen Teilen, die da drinnen nur enthalten sind. Wenn man das erst dann sinnvoll anordnen könnte, wenn man was anderes dazu kauft, finde ich das eigentlich gar nicht so toll. Aber ja. Gut. Das ist ja jedem selbst überlassen. Vielleicht hat man auch selbst noch genug anderes Zeug, was man da drunter bauen könnte, damit da irgendwie ein Schuh draus wird. Ja. Ja, ist halt schade. Weil das gab es ja jetzt so von dem anderen Modularen, was angefangen wurde und dann nicht weitergemacht, gab es das ja jetzt zum Beispiel nicht. Na gut, ich denke, natürlich könnte man die Teile auch tauschen, aber ich finde es irgendwie so semi-sinnvoll. Es ist jetzt nicht so, dass ich dieses Grün nicht mag, nur ich meine, das wird ja keiner jetzt an das mit dem grauen Dach dran setzen. Also ich würde es jedenfalls nicht machen. Ich habe es noch nicht versucht, aber ich bin mir sicher, dass ich es nicht machen würde. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich ein eher kürzeres Video, weil ich natürlich jetzt auch nicht endlos darüber sprechen kann hier. Den finde ich schon ganz cool. Das ist, glaube ich, der Teil, den ich am seltensten gesehen habe, obwohl es der erste ist, weil ich glaube, den lassen wir ab und zu mal aus. Das ist halt alles noch sehr kindermäßig, sage ich mal. Ja. Aber
Da kann ja jetzt das halt nichts dafür, dass das nicht so mein Lieblingsteil ist tatsächlich. Ich glaube, der Feuerkelch mit dem Trimagischen Turnier, ich glaube, das ist mein Lieblingsteil. Ja. So ganz sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube, der ist es. Ja, na gut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, euch geht's gut soweit. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bedanke mich immer fürs Einschalten und bis dann.